Moin und willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich dir die meiner Meinung nach 5 besten Fotokameras unter 250 Euro vor. Die günstigste ist hier sogar bei 39 Euro. Und trotzdem ist diese und alle anderen Kameras sehr hochwertig und haben eine hohe Zufriedenheitsrate. Ich stelle dir als erstes die Nikon Coolpix B500 vor, dann die Canon EXOS 185, die Canon PowerShot SX620HS, die Sony DSC-H300 und zuletzt die Fotokamera von Arbeck Best. Nach diesem Vergleich wirst du wissen, welche Fotokamera am besten zu dir passt. Viel Spaß und lass uns direkt loslegen mit der 16 Megapixel Nikon Coolpix B500. Diese hat einen optischen 40-fach Megazoom, mit dem du selbst in großer Distanz gestochen scharfe Bilder hast, und mit dem 4-Achsen-Hybrid-Bildstabilisator werden hier noch alle Verwackelungen entfernt. Außerdem hat die Nikon Coolpix einen neigbaren LCD-Monitor, womit sich noch leichter aus bestimmten Perspektiven fotografieren lässt. Fährt jemand zum Beispiel mit einem Skateboard, kann man ganz coole Aufnahmen von unten machen, wo das Skateboard und die Tricks in den Vordergrund rücken. Die Kamera lässt sich ganz intuitiv mit dem Funktionswählrad bedienen. Hier kannst du zum Beispiel einen Zoom-Modus auswählen, aber auch Motivprogramme wie Porträt, Gegenlicht, Nachtlandschaft, Sport oder Mehrfachbelichtung, welche das Bild aufhält. Und die Coolpix B500 hat einen Kreativmodus, wo du für deine Bilder zwischen 20 Farb- und Lichtbestimmungen wählen kannst, wie zum Beispiel Monochrom, farbbetont bis zu Old Fashioned. Du kannst die geschossenen Bilder auch direkt online teilen, dafür brauchst du nur die App SnapBridge und dann kannst du per Bluetooth die Bilder und Videos auf dein Smartphone oder Tablet senden lassen. Mit der App kannst du dein Handy auch als Fernsteuerung und Auslöser für Fotos nutzen und sogar live das Bild überprüfen. Voll aufgeladen kannst du die Kamera 4 Stunden und 30 Minuten nutzen. Die Nikon Coolpix B500 in Schwarz kostet 234 Euro und ist auch in Rot und Lila erhältlich. Dann kommen wir jetzt zur Canon EXOS 185 Digitalkamera. Diese ist eine ziemlich schlanke und leicht zu bedienende Kamera. Sie hat 20 Megapixel und einen 8-fach optischen Zoom für hochwertige Fotos und Videos. Die Videos haben hier eine 720 Pixel HD Qualität. Auch hier gibt es zahlreiche Kreativmodi, wie zum Beispiel den Verzeichnungseffekt eines Fisheye Objektivs, was schon ziemlich lustig aussehen kann. Es gibt auch eine Modi, um die Dinge in Fotos und Videos wie Miniaturmodelle aussehen zu lassen. Aber auch die Selbstauslöserfunktion sowie ein Blitz sind vorhanden. Und die Kamera hat 5 Helligkeitseinstellungsstufen. Die Canon EXOS 185 Digitalkamera in Schwarz liegt preislich bei 75 Euro und ist noch in Rot und Silber erhältlich. Dann kommen wir jetzt als nächstes zur Canon PowerShot SX620HS Digitalkamera. Diese hat 20,2 Megapixel und einen 25-fach optischen Zoom für besonders detailreiche Bilder. Das schlanke Gehäuse der Kamera ist 27,9 mm dick und ummantelt einen ganzen Haufen cooler Features. Hier gibt es wieder Kreativoptionen wie dem Fisheye oder Miniatureffekt, aber auch Farbverstärkung. Mit den ganzen Optionen kannst du definitiv eine Riesenmenge Spaß haben. Du kannst mit der Kamera Full HD Videos mit 1080 Pixel aufnehmen und das LCD Display bietet dir hier eine erstklassige Ansicht. Außerdem kannst du über die Camera Connect App deine Aufnahmen einfach direkt auf dein Smartphone senden und online teilen. Eine weitere coole Sache ist Image Sync, bei dem automatisch die neuesten Aufnahmen auf einem Cloud-Speicher von Canon gesichert werden. Falls du mal einen Tag legendäre Aufnahmen aufgenommen hast, die für dich einfach unbezahlbar sind und du diese Kamera verlierst, ist es auch kein Weltuntergang. Die Aufnahmen bleiben hier gesichert. Die Canon PowerShot SX620HS Digitalkamera liegt preislich bei 181 Euro und ist auch in Silber und Rot erhältlich. Als nächstes haben wir die Sony DSC-H300 Digitalkamera. Diese hat 20,1 Megapixel und einen optischen 35-fach Zoom und liefert dir garantiert qualitative Aufnahmen. Die Kamera wurde wie eine DSLR-Kamera designt, liegt gut in der Hand und ist auch sehr leicht zu bedienen.
Es gibt hier auch eine coole Panorama-Funktion, welche per Tastendruck aktiviert werden kann. Und mit der Steady Shot Technologie werden die Bilder hier stabilisiert. Vor allem wenn die Hände mal nicht ganz ruhig waren, wird dies hier ausgeglichen. Die Sony DSC-H300 Digitalkamera bekommst du mit einem Schultergurt und einer Objektivklappe und kosten tut sie 161 Euro. Als letztes kommen wir zur Digitalkamera von Arberg Best. Das ist die beste Low-Budget-Fotokamera, die ich finden konnte und kosten tut sie 39 Euro. Sie hat 21 Megapixel und 720 Pixel HD-Videoqualität, einen 8-fach Digital-Zoom und sie ist vor allem auch noch sehr leicht und kompakt. Für diesen Preis kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Sie ist außerdem neben der Farbe Schwarz noch in Rot und Silber erhältlich. Dann habe ich hier noch eine Vergleichsübersicht für dich. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Lass gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Wofür möchtest du die Digitalkameras nutzen? Einfach nur für Fotos oder vielleicht sogar für hochqualitative Videos? Lass es mich wissen. An dieser Stelle kann ich dir noch mein Video mit den besten DSLR-Kameras empfehlen. Dort wirst du gründlich informiert und was die heutzutage an Qualität hergeben, ist einfach unglaublich. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Lass gerne ein Abo da, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Mach's gut, ciao!